Hallo und herzlich willkommen zu diesem Diese Date Video auf meinem Kanal. Heute im Europäischen Parlament. Genau. Zusammen mit Timo Wölken, den ihr bestimmt kennt von der Upload-Filter-Diskussion, von seinem Kanal Timo Wölken natürlich. Abgesehen von so ein paar Kabarettisten, der erfolgreichste YouTube-Politiker in Deutschland. Würdest du dich als YouTuber bezeichnen? Also in meinem Twitter-Profil steht YouTuber. Ich bin natürlich zunächst erstmal Politiker und ich glaube, kein YouTuber, der das als Lebensunterhalt bestreiten würde, könnte sich es leisten, 3 Wochen kein Video zu machen. Bei mir war es jetzt einfach nicht möglich, aber ich habe natürlich den Anspruch, jetzt auch wieder mehr zu machen und nicht nur sozusagen vor der Wahl darüber zu informieren, sondern jetzt auch weiterhin. Ich bin vielleicht ein kleiner YouTuber. Über welche Kanäle auf Social Media kommunizierst du alles? Wo bist du überall aktiv? Also, klar, Facebook. Das ist natürlich bei mir nicht mehr der Hauptfokus. Da kommen immer noch Meldungen rein, aber da investiere ich nicht viel Zeit rein. Twitter mache ich sehr, sehr gerne. Instagram als für die täglichen Stories, für die Einblicke. Das, was früher auf meinem Kanal die Vlogs waren, die ich tatsächlich nicht mehr so häufig mache, das läuft über die Insta-Story. Und ich versuche im Moment auch Live-Chats über Twitch zu machen. Das funktioniert auch immer noch gut. Und ich werde tatsächlich auch dann bald mal anfangen, da zu zocken und dabei dann so versuchen, über Politik zu reden und Einblicke zu geben. Und du machst das alles selber noch? Ja, im Moment ja. Also Facebook wird betreut durchs Team, aber Insta mache ich komplett selber, Twitter mache ich komplett selber und YouTube schneide ich selber. Bei manchen Videos zum Beispiel zum Dieselskandal, da hilft natürlich das Team bei der Recherche und bei der Aufbearbeitung. Ja. Mit wem hast du auf welchem Kanal am ehesten Kontakt? Also auf Twitch sind es natürlich junge Menschen, die wissen, was Twitch ist und das sozusagen aus dem Kontext Gaming kennen, das ist ganz klar. Facebook ist so die ältere Generation, die das auf jeden Fall immer noch sehr gerne sich anschaut. Die ältere Generation heißt? Ja, so ab 50. Okay. Ja, tatsächlich. Auf YouTube kann man das ja sehr genau sehen. Da ist der Zielbereich, 80% der Zuschauerinnen und Zuschauer sind zwischen 16 und 34. Und Twitter ist einerseits für Journalistinnen und Journalisten natürlich. Andererseits hilft es aber auch bei jungen Menschen sehr wahrgenommen zu werden. Und da hast du sowohl die Politikbubble als auch Interessierte. Und bei mir sind Twitter-Followerinnen und Follower dazugekommen in der Artikel 13-Debatte, also sehr digital themenaffine Menschen. Und das merkt man auch so bei den Likes von verschiedenen Beiträgen. Wie schätzt du da deine Kollegen ein, so also in der Social Media? Ich glaube, Twitch benutzt fast niemand, ehrlich gesagt. Und Facebook ja, Twitter auch, Insta immer mehr. YouTube auch ein paar, Martin Sonneborn, Nico Semsrott, die das aus beruflichen Gründen vorher schon gemacht haben. Yeah. Von den deutschen Kolleginnen und Kollegen macht das sonst, glaube ich, niemand so wirklich ernsthaft, was ich immer noch schade finde und immer auch noch die Werbetrommel dafür rühre. Ich werde ja ein Buch schreiben oder rausbringen im Herbst und da wende ich mich an die Ü35. Ja. Ist das für dich eine Grenze, die Sinn macht irgendwie? Oder? Naja, ich bin ja knapp darunter mit 33. Aber ja, ich glaube, ich war so mit meinem Alter plus minus so diejenigen, die zumindest YouTube schon mal benutzt haben, um nicht nur Musikvideos zu schauen. Und ich glaube, insofern ist die Grenze schon gut gewählt, ja. Was denkst du, was von den Älteren deiner Kollegen so die größten Irrtümer sind bezüglich Instagram und YouTube? Nicht man selbst zu sein. Wenn man sich beraten lässt und sagt, du musst auf jeden Fall auf Instagram aktiv sein. Und ich glaube, was dann nicht funktioniert, ist, sich vorhin ein Skript zu überlegen, das versuchen, in eine Story einzubauen und das am besten noch von jemandem filmen zu lassen und nicht als Selfie zu machen. Und ich glaube schon, dass der größte Fehler ist, sich dann zu verstellen, weil man denkt, ich muss das jetzt machen. Wenn aus dir heraus die Motivation kommt, ich weiß, dass ich damit Menschen eine zusätzliche Informationsquelle schaffen kann und sei es nur über meine Arbeit, dann ist das, glaube ich, der richtige Ansporn. Und das versuche ich den Kolleginnen und Kollegen klarzumachen. Macht es, weil ihr wirklich davon überzeugt seid, dass Menschen davon einen Mehrwert haben. Also Authentizität ist gefragt? Absolut. Und du bist auch als Ratgeber dann gefragt bei Kollegen? Ja, also so was die technische Umsetzung angeht, was so die Initialzündung angeht, auf jeden Fall, ja. Und von der eigenen Partei oder? Bis jetzt nur von Kolleginnen und Kollegen der eigenen Partei. Wobei in der Artikel 13-Debatte dann auch viele Kollegen mir aus anderen Parteien gesagt haben, du, meine Kinder haben dich auf YouTube gesehen. Jetzt haben wir ja erlebt, spätestens durch Rezo und aber auch schon in der Debatte um Artikel 13, dass YouTube ja eine Rolle spielt. Wie stark denkst du, dass YouTuber wirklich beeinflussen können?
Naja, schon stark. Aber ich will jetzt auch eine ganz klare Lanze für Creatorinnen und Creator brechen. In der Artikel 13-Debatte haben Kolleginnen und Kollegen Creator damit konfrontiert und auch stark kritisiert, einseitig zu berichten, nachdem es diesen Brief der YouTube-Chefin gab und dann nur auf Grundlage dieser Informationen Videos zu machen. Und das war ja auch die erste Welle mit YouTube wird geschlossen. Mhm. Und ich muss deutlich sagen, ich finde es immer noch beeindruckend, wie viele Creator dann das zum Anlass genommen haben, das zu hinterfragen, andere Seiten zu hören und dann erst informierte Videos zu machen. Mhm. Und insofern finde ich das total toll, was da passiert ist, ehrlich gesagt. Aber, und ja, die Reichweite ist natürlich riesig. Und wenn die größten YouTuber Deutschlands sich zusammenschließen in einem Videostatement und sagen, nicht CDU, CSU, SPD zu wählen, dann hat das natürlich Einfluss. Ja. Mhm. Fandst du diese Nie wieder CDU-Kampagne gerechtfertigt? Sie gab es ja auch als Sie wieder SPD. Und ja, man muss natürlich wissen, dass Social Media immer pointiert ist und dass in dem Kontext, wie das entstanden ist, bei dem Umgang der CDU mit Demonstrierenden, sie zu bezeichnen als Menschen, die nur demonstrieren gehen, weil es Demogeld gibt, die Abstimmung vorziehen zu wollen, überhaupt nicht auf die Jugend zu hören, sie als Bots zu bezeichnen, das fand ich schon eine Form, die ich verstanden habe, weil da ein ganz, ganz großer Frust war. Ja. Herr Newstime ist ja dann aus der SPD ausgetreten. Schadet sowas, meinst du? Ich weiß nicht, ob viele vorher wussten, dass er in der SPD war. Er hat es gut verheimlicht. Ich habe es mal versucht zu recherchieren. Ich dachte immer, irgendwie kommt der mir so vor. Also ich glaube, wir haben uns selber am meisten selber Stöcke zwischen die Beine geworfen. Da brauchten wir Newsy nicht für. Wir merken natürlich, dass YouTube, wir beide profitieren davon. Wir haben die Möglichkeit, hier zwei Kameras hinzustellen, das hochzuladen und können unsere Meinung eigentlich letztendlich... Das ist das Tolle, ja. Das ist das, warum ich auch YouTube so toll finde und deswegen natürlich auch die Upload-Filter sehr bedenklich gesehen habe. Ja. Gleichzeitig ist es natürlich so, wir haben teilweise mehr Zuschauer, als das Fernsehen hat. Also jetzt wir beide nicht unbedingt oder selten. Das ist toll und gleichzeitig ist es natürlich sowas, da kann natürlich man als Frau Kamm-Karrenbauer dann auf die Idee kommen zu sagen, ist das denn wirklich alles nur Privatsache oder sollte man da auch irgendwie ein regelndes Gerüst drum machen? Natürlich kann man das machen, aber was sie falschlicherweise gemacht hat und was ich auch zutiefst kritisiere, ist die Illusion aufzubauen, dass in der Online-Welt gerade etwas passiert, was analog nicht erlaubt gewesen wäre. Mhm. Und das ist ja falsch. Mhm. Auch eine Politikredaktion einer großen Zeitung hätte sich hinsetzen können, und das haben ja auch Zeitungen gemacht, um zum Beispiel zu sagen, wählt die CDU. Und insofern darf man da, glaube ich, nicht jetzt an der falschen Stelle regulieren. Und deswegen müssen wir auch sehr genau gucken, was eigentlich beim Rundfunkstaatsvertrag gerade passiert. Mit der Lizenzpflicht sozusagen. Okay. Im Moment sieht es so aus, als ob nur Videogamer sozusagen ausgenommen werden. Mhm. Ja, das finde ich, muss man sich sehr, sehr, sehr genau angucken. Man darf, glaube ich, nicht den Fehler machen, etwas rüber zu regulieren. Jetzt höre ich mich ein bisschen an wie die FDP, aber an dem Punkt, die FDP ist ja auch in Teilen, wo es ums Liberale, um die Bürgerrechte geht, eine sehr vernünftige Partei. Mhm. Und das ist mir auch sehr wichtig, dass wir die Meinungsfreiheit behalten, dass wir die Grundrechte behalten. Das gilt eben auch im Internet. Ja. Ich meine, es war sicherlich eine intensive Zeit, der Wahlkampf auf allen Töpfen mit Artikel 13 und so weiter und dann nie wieder SPD, nie wieder CDU. Hast du irgendwelche persönlichen Konsequenzen oder Lehren daraus gezogen? Na klar, in der Kommunikation zu sein, definitiv. Früher auch Menschen einzubeziehen über die verschiedenen Kanäle. Deswegen will ich jetzt dieses Twitch tatsächlich auch häufiger machen, weil Twitch für mich der ideale Kanal ist, um zu kommunizieren. Mhm. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber YouTube ist schön, seine eigene Meinung zu verbreiten und seinen Standpunkt zu machen. Aber dann sozusagen zu denken, dass man über die Kommentare sozusagen einen echten Austausch hinbekommt, man kann das versuchen, aber so richtig funktioniert das nicht. Sehr fleißig da drin sein, genau, muss man und sagen. Genau, und im Twitch-Livestream passiert das automatisch. Ja. Und deswegen finde ich das gerade so toll. Wenn ich so mir angeschaut habe, wie diese jungen Leute reagiert haben auf zum Beispiel, dass dann doch noch so viele CDU gewählt haben oder dass Artikel 13, jetzt haben die das doch zugestimmt, aber da haben wir doch alle auf der Straße gestanden und so weiter. Was müssen diese jungen Leute über Politik vielleicht noch lernen? Ich glaube, dass junge Menschen das gerade genau richtig machen.
Also die Themen, die sie interessieren, über die sie sich aufregen, weil nichts passiert, weiter zu artikulieren. Und das ist ja nicht in Fridays for Future, das war nicht in Artikel 13, das ist auch die Seebrücke zum Beispiel, also das Sterbenlassen von Menschen im Mittelmeer, was ein absolutes Unding ist. Man muss sich natürlich klar machen, der Anteil der Menschen, der jungen Menschen, die bei Wahlen sozusagen teilnehmen, ist sehr gering. Hm. Der Anteil von älteren Menschen ist sehr viel größer. Und deswegen mehr Menschen. Es sind mehr Menschen. Deswegen muss der Ansporn der jungen Generation sein, die alle in dieser Kohorte sozusagen zu überzeugen, zur Wahl zu gehen und klarzumachen, wie deutlich, wie wichtig das auch ist. Ja. Und dann tatsächlich darüber sozusagen den Einfluss zu nehmen. Das kann man jetzt nicht lernen, das ist etwas, was man realisieren muss und dann wirklich dazu beitragen muss, dass auch Freundinnen und Freunde mit zur Wahl gehen. So. Und weiter sozusagen seine eigene Politisierung größer zu machen und Menschen dazu zu begeistern, im politischen Prozess teilzunehmen und das über Parteien zu machen. Denn wir leben nun mal in einer Parteiendemokratie. Im Grundgesetz sind die Parteien das Bindeglied zwischen Regierung und Bevölkerung. Ja. Und nicht nur auf die Demonstrationen zu gehen, was enorm wichtig ist, sondern auch den Anspruch zu haben, politisch mitzugestalten, sei es über eine eigene Partei, was Volt zum Beispiel gemacht hat, oder aber tatsächlich über die bestehenden Parteien, also rein in die Parteien und sie zu verändern von innen heraus. Braucht man da eine große Leidensfähigkeit, ja, wenn man in eine Partei geht? Ja. Meinst du, dass aber diesen jungen Leuten ein bisschen abhanden gekommen ist? Nee, also ich glaube auch, dass in meiner Zeit, wo ich als junger Mensch in Sportvereinen war, da brauchtest du auch Leidensfähigkeit. Und auch das Durchsetzungsstärke. Und das brauchst du in der Partei auch. Die Parteien sind Vereine wie andere auch. Und dazu gehört Freude und Leid zusammen. Und wenn dich das Ziel verbindet, die Gesellschaft besser zu machen, je nachdem, welcher Partei du angehörst, gibt es unterschiedliche Definitionen dieses Besser. Mhm. Aber die Leidenschaft, die Leidenschwierigkeit muss man schon ein bisschen mitnehmen. Ja. Jetzt gibt es ja einige Kollegen oder Parteien, die glauben jetzt, man sollte Social Media jetzt stärker als Plattform nutzen und am besten Influencer ausbilden. Deswegen auch, ich glaube, die haben gar nicht verstanden, dass Influencer gar nicht der offizielle Begriff Nein. ist für die Menschen auf YouTube. Nein, also deswegen versuche ich auch Creator zu sagen, weil ich das angemessener finde. Ja. Und da sind wir wieder bei deinem Stichwort Authentizität, Glaubwürdigkeit, man selbst sein, jetzt sozusagen immer den jüngsten Politiker, dem sozusagen eine GoPro umzuhängen und zu sagen, du bist jetzt unser Influencer, das wird natürlich nicht funktionieren. Auch ältere Kolleginnen und Kollegen können das machen, wenn das sozusagen aus ihnen heraus, also von innen heraus kommt, davon bin ich fest überzeugt. Politik muss auf den Plattformen mehr stattfinden, auf denen sich junge Menschen informieren, als jetzt. Mhm. Aber, und da sind wir dann auch wieder beim Anfang, es reicht natürlich nicht, einfach nur da zu sein, wenn du keine Inhalte anzubieten hast, die junge Leute interessieren. Also es muss die Plattform mit den Inhalten zusammenpassen. Letzter Block wäre nochmal Digitalpolitik. Was wir eben erlebt haben, ist ja, dass die Politik immer wieder versucht, die Regeln der analogen Welt auf die digitale zu übertragen. Ne? Also auch gerade beim Thema Urheber. Ja, das ist doch schon einfach. Wie kann es denn sonst funktionieren? Wir kennen ja bisher nur die in den ganzen Rechtsgeschichten die analoge Welt. Ja, also natürlich ist es menschlich, etwas, was man gelernt hat, etwas, was man verstanden hat, als Ausgangspunkt zu nehmen und das dann sozusagen weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, was wir im Moment nicht tun, ist das Weiterentwickeln, sondern wir kopieren einfach stumpf. Wir kopieren ein System, das wir kennen, stumpf auf die andere Welt, die aber nicht eins zu eins auf die alte Welt passt. Und insofern kann man ja mit analogen Regeln, die sich vielleicht bewährt haben, anfangen und dann in einer Evolution sie zu nehmen und dann digital weiter benutzen. Aber das Nehmen eines Sets und dann auf das Neue zu packen, ist halt irgendwie stumpf. Nehmen wir die Urheberrechtsdebatte auch bei der Bezahlung von Snippets, ne? Also für die News-Aggregatoren, dass Google bezahlen soll, wenn eine Überschrift, ein Bild, eine Textzeile angezeigt wird. Gucken wir mal in die analoge Welt. Zahlt der Kioskbetreiber dafür, dass jemand, der vorbeiläuft und die Headline auf der Süddeutschen sieht, zahlt er dafür? Oder ist das nicht das Anteasern, dass liegen die da nicht, damit der Mensch sagt, ach Mensch, das ist eine interessante Headline, die Süddeutsche kaufe ich mir. Das heißt, da haben wir sozusagen immer argumentiert, das muss so sein wie in der analogen Welt und deswegen braucht es dieses Presseverlegerleistungsschutzrecht und haben aber wieder Äpfel mit Birnen verglichen. Und das darf nicht passieren. Die Probleme, die wir eigentlich zu lösen haben, sind ja globale Probleme. Ja. Auch rechte Durchsetzung im Internet, da liegt ja vieles im Argen, das muss man ganz klar sagen. Könnt ihr das in Brüssel überhaupt lösen?
Naja, wir können für unsere Jurisdiktion, also für das, was wir zuständig sind, schon gemeinsame Regeln setzen. Und dadurch, dass wir dann einen großen Binnenmarkt haben, mit im Moment noch 500 Millionen Menschen mit den Briten, können wir dadurch weltweite Standards setzen. Mhm. Das hat bei der Datenschutzgrundverordnung geklappt. Auch der Hersteller meines chinesischen Staubsaugerroboters hat mir zum Stichtag eine aktualisierte Datenschutzerklärung geschickt. Das hätte er vorher nicht, also er hat es nicht auf Grundlage des bundesdeutschen Datenschutzgesetzes gemacht, aber sehr wohl auf der europäischen Ebene. Also ja, wir können dadurch natürlich die weltweiten Standards setzen. Bei den Urheberrechten muss man natürlich gucken, Anknüpfungspunkt ist der Akt der öffentlichen Wiedergabe. Und der Akt der öffentlichen Wiedergabe findet nun mal innerhalb der Europäischen Union statt. Okay. Und wenn dann ein Akt ist, muss das hier auch gelten. Und da wird es dann tatsächlich kritisch mit hochgeladenen Inhalten. Und es kann dann zu einer stärkeren Form von Geoblocking führen, dass man zum Beispiel sagt, wir haben die Rechte in den USA, wo was hochgeladen wurde, nicht genauso geklärt wie in der Europäischen Union. Deswegen kannst du es dann nicht gucken. Also insofern kann das schon gravierende Implikationen für die Informationsfreiheit haben. Wie weit kann man sich da abschotten praktisch? Naja, gar nicht. Mhm. Aber du kannst halt sagen, das, was in einem Land hochgeladen wird, muss den Regelungen des Landes entsprechen. Ja, das funktioniert. Das glaube ich auch richtig so. Aber das Internet ist natürlich dann unterschiedlichen Rechtsregimen unterworfen. Ja, und teilweise ist es ja so natürlich auf der anderen Seite, dass YouTube natürlich, also auch, um über YouTube zu sprechen, natürlich sehr stark überhaupt selber reguliert. Ja klar. Allerdings also aus anderen Gründen. Genau, das ist das große Problem, dass wir im Moment den privaten Plattformen sozusagen die eigene Regulierung überlassen und sie auch keine Steuern zahlen lassen zum Beispiel, dass wir Twitter nicht wirklich auffordern, wenn ein beleidigender Tweet zum Beispiel, das hatte ich jetzt gerade, ich habe ganz, 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 ganz wenig Hass bekommen. Okay. Also ich dachte, das ist viel mehr mit politischen Videos, aber ich hatte mal einen Tweet, den ich dann auch wirklich angezeigt habe, weil er so beleidigend Erbschein war und dann wurden noch Ermittlungen aufgenommen und gesagt, okay, Anfangsverdacht ist da und dann kam die Einstellungsverfügung von der Staatsanwaltschaft, weil die Polizei die Daten von Twitter nicht bekommen hat. Und das führt natürlich dann zu einer, also die IP-Adresse, und das führt dann natürlich zu einem Klima, wo man sich tatsächlich verstecken will. Ich will keine Klarnamen. Ich will, dass wir frei sind. Also wenn Rezo unter seinem Klarnamen hätte publizieren müssen, dann hättest du 2 Minuten später die Ü-Wagen vor seiner Adresse gehabt. Insofern ist es richtig, dass wir keine Klarnamen haben. Aber wenn wirklich klar das Gesetz wird verbrochen, dass das eine Strafverfolgungsbehörde ermittelt hat und sagt, pass auf, da muss es doch ein Instrument geben, dann auch gegen denjenigen vorzugehen, finde ich. Einige Parteien, ich denke auch die SPD, haben ja so eine Vision, dass es eine europäische Cloud-Lösung gibt, eine europäische Plattform gibt. Komischerweise fällt mir da immer China ein. Wie kommt's? Weiß ich nicht. Also bei einer europäischen Plattform muss man gucken, was soll das eigentlich bringen? Wollen wir jetzt ein europäisches YouTube, ein europäisches Netflix, ein europäisches Facebook? Soll das nur eine europäische Firma machen? Ist dann per se oder automatisch alles besser? Weiß ich nicht. Ich glaube, es wird nicht funktionieren, Menschen zu zwingen, einen Dienst zu nehmen, nur weil er europäisch ist oder davon zu überzeugen. Und ich meine, selbst Google ist es nicht gelungen. Google Plus war ja die Alternative zu Facebook mit Milliarden versucht in den Markt zu drücken, ist grandios gefloppt. Da sollten wir, glaube ich, nicht irgendwas schaffen, was Menschen dann am Ende nicht gebrauchen können. Vielen Dank, lieber Timo. Sehr gerne. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wird alles ich geschnitten. Genau. Und natürlich liken, kommentieren, auf seinem Kanal vorbeigehen, ihn abonnieren und bei mir natürlich auch ein Abo dalassen. Das wäre sehr nett. Und bis zum nächsten Mal. Euer Dieser Dad. Ciao.